Hallo zusammen, ist wieder euer Akne97 mit Let's Play Bayonetta. Ja, wir waren hier stehen geblieben nach einer wunderschönen Szene. Und bei diesem Verklappungsmodus mit Superkeilen, die wir uns geklaut haben, Superkeilen-Modus. Jetzt total kaputt sind und wir deswegen ausweichen und die kaputt hauen. Nee, stirbt. So schnell kann es gehen. Habe ich auch Schaden genommen? Ich glaube nicht. Sehr cool. Wo ist unser Typi? Knut. Super Typi Verschwindibus. Das ist auch cool. Egal. Oh yeah. Voll danke. Super Hyper Megaton. Was ist denn das? Super Trompetenman? Okay. Super Trompetenman. War auch hier irgendwo X? War wahrscheinlich aufnehmen. Die Lanze, ach so. Okay, nehmen wir die Lanze mal mit. Und arbeiten uns mal vorwärts. Das ist wieder ein Buch. Akne mag lesen. Nicht. Und so. Egal. Das ist eine sehr seltsame Formung. Aber lesen wir erstmal das Buch. Es ist Heavenly Manipulators. Gehen wir in die Details. Im heiligen Tal des Halbmondes sollen sich gewaltige Überreste befinden, die noch aus den Zeiten herrühren, in denen es den Hexen als Übungsstätte für ihre übernatürlichen Zauberkünste diente. Die lange Brücke, die sich über den gähnenden Schluchten des Tals erstreckt, die zum Firmament zeigenden Steinkreise, Entschuldigung. Die Übungssäle, in denen unter Todesgefahr die Hoffnung genährt wurde, ein Leben durch intensives Training zu perfektionieren. Dies alles findet sich in der von mir gefundenen, zerfledderten Aufzeichnungen. Warum da eine Leerzeile ist, keine Ahnung, ist total irritierend. Ich kann nicht sagen, ob alles auch tatsächlich existiert hat oder nicht, doch allein die prachtvolle Erscheinung der Hexenstatue aus der Ferne gibt den Anschein, dass die im Lauf der Geschichte weitergegebenen Legenden wahr sind. Die merkwürdigsten dieser Artefakte sind bekannt unter dem Namen Himmlische Gebieter. Wie beschrieben, entnahmen die Amberhexen ihre Kraft der Dunkelheit, die Lumenweisen dem Licht. Ich habe jedoch nicht erwähnt, dass jene Kräfte am größten waren, wenn der Vollmond vorherrschte bzw. die Sonne am Zenit stand. Die zwei Gruppen schufen den himmlischen Gebieter, um die Bewegung des Mondes und der Sonne zu beeinflussen. Dies ermöglichte ihnen schließlich die wichtigste aller Riten. Wenn man den Geschichten Glauben schenken kann, sollen sie tatsächlich imstande gewesen sein, sogar die Vorgänge des Universums zu lenken. Die Mächte der Hexen und der Weisen waren nicht allgemein bekannt. In ihrer Funktion als Wächter über die Zeit ist jedoch anzunehmen, dass sie über ungeheure Fähigkeiten verfügen mussten, was ihrem eigenen Niedergang letztendlich umso ironischer erscheinen lässt. Okay, mal wieder ein wunderschönes Notizbuch. Verlassen. Ich musste mich dran gewöhnen, da oben auf Verlassen drücken zu müssen. Das ist total ungewohnt. Okay, schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Check. Hiermit haben die Hexen wohl die Sterne betrachtet. Trotz der rostigen Stellen wurde es gut konstruiert. Durchspringen? Nö. Das war, glaube ich, nicht ganz die Absicht des Spiels. Da ist was. Drehen. Dann drehen wir mal. Drehen, Action, Super Zahnrad, drehen. Drehungs-Action. Kann ich damit jetzt die Tageszeit beeinflussen? Vollmond. Wie geil. Okay. Ich kann jetzt natürlich auch da hochlaufen. Wie cool. Jetzt springe ich mal rein. Super Fliegung! Wuhu! Kann ich dich rammen und damit töten? Oder? Ja, ich darf sogar. Cool. Soll sogar. Ja, es gibt Punkte. Super Rammo. Super Rammo. Verdammt. Daneben. Ah, das ist cool gemacht. Das mag ich. Ja! Plomb. Okay, was kommt denn hier? Die Viecher wieder. Nein. Platz. 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 Ja. Super Drehung. Komm her.
Ja. Machst du? Sitz! Dummes Viech. Danke. Bam. Der weg. Gibt's noch einen? Nee. Oh, da kommt was an. Was zur Hölle? Eine Kreuzung aus Rochen und Insekt. Harmonie. Okay. Wow, oh je. Da habe ich eine Idee. Ja, komm. Komm, Shotgun-Action. Oh nee. Runter mit dir. Und wegschießen. Alles ist da. La 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 la. Und nochmal. Stirb, stirb, stirb. Ja, Folterangriff. Wie foltern wir denn den? Kreissäge. Kreissäge, der macht nicht. Wie cool, Kreissägen-Modus. Also das ist mal episch. Ein Gegner mit der Kreissäge oder Kettensäge. Ich hab sie mit Matze durchgeschnitten. Das ist mal episch cool. Ich möchte gerne die Krallen. Denn die sind auch episch. Was? Scheiß auf die Krallen. Ich habe die Kreissäge. Die Kettensäge. Verdammt, warum soll ich die Kreissäge zu einer Kettensäge? Weil ich's kann. Wie cool ist denn das? Das finde ich jetzt echt geil durchdacht. Dass ich die dann nehmen darf. Was da haben wir denn hier? Aha. Ah, ich muss aufschlagen. Nee, 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 nee. Sägenmodus. Nichts drin? Oder habe ich schon bekommen? Oder? Keine Ahnung. Hier ist super Kaputtmodus. Sonate in D-Dur, das Stück einer goldenen Bla. Das kennen wir doch inzwischen schon. Wahrscheinlich reißt gleich irgendein. Wow, ja, 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 ja. Okay. Der Wind ist nicht gerade freundlich gesinnt, denke ich. Appa. Einfach drüber springen. Hier können wir wieder ins Tor zur Hölle. Hier unten ist ein Buch, das will ich erstmal. Aber vorher das hier. Nee, 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 nee. Ah, eine Kugel mal wieder. Okay, schauen wir uns das Buch noch an. The Witcher's Tears of Blood. Okay. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde ganz Europa in einer seiner schwärzesten Zeiten von einem Wahn erfasst, den es in dieser Form bis dahin noch nicht gegeben hatte. Der Hexenverfolgung. Die Folge davon war, dass der dunkle Clan der Amberhexen für immer von der Erdoberfläche getilgt wurde. Bis dahin arbeiteten die Hexen auf Geheiß der Mächtigen und wachen über die menschliche Welt mit Hilfe ihrer uralten magischen Künste. Bis zu dem Tag, an dem sie von einer Welle der Verfolgung und der Gewalt erfasst wurden und den unerbittlichen Druck der Verfolger nachgaben. Die sorgenerfüllten, blutgetränkten Tränen der Frauen kristallisierten zu leuchtend roten Juwelen, die der Legende nach in alle Winde zerstreut wurden und mit dem Gefühl des unendlichen Bedauerns erfüllt sind. Man nennt sie die Blutstränen Amboise. Bis zum heutigen Tag glauben die Vigrider, dass ein verheerendes Unglück das Land befallen soll, wenn 100 jener Edelsteine an einem Ort versammelt werden. Doch noch kein Mensch hat je ein solches Juwel, das äußerste aller Erinnerungsstücke an die Hexen, zu Gesicht bekommen. Die Juwelen müssen von einer Krähe gefunden werden, einem Geschöpf, dessen Herz im Einklang mit dem verstorbenen Hexen schwingt. Die Krähen sind den Hexen treue Diener und verhindern, dass ihre Tränen in die Hände von Menschen gelangen. Die Krähen also, muhahaha, uns fehlt ein Notizbuch, das ich irgendwann mal verpasst habe, ich Depp. Aber okay, Krähen und Hexen hängen zusammen. Ich wusste schon immer, dass Vincent Raven eine Frau ist. Jetzt haben wir die Bestätigung, ui. Schalter! Das muss während des Hexentrainings benutzt worden sein. Wenn ich drauf trete, spüre ich den Hauch einer Bewegung. Ja! Ich will da drauf. Der Hauch einer Bewegung. Ja. Kann ich da was nehmen? Ich muss die Kettensäge da mal loswerden vielleicht. Hier ist nichts weiter. Booms! Ich muss den nur mal drauf stampfen. Mohaha. Super Stampfung. Oh weh.
Das sieht schon wieder so nach Gegnern an. Jörmungandres Turm, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Jöggeschöcke-Turm. Das ist der Jöggeschöcke-Turm. Gehen wir den Jöggeschöcke-Turm mal hoch. Na, 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 na. Rittermodus. Und wer ist denn das jetzt? Es ist Ardor. Gut, dann erschlage ich dich, Ardor, wenn du nichts dagegen hast. Ardor! Ja! Ich muss erstmal runter. Okay, du willst nämlich die Kettenzähne. 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 Modus. So schnell stirbst du, Ardor. Mohahaha. Ich kann den sein Schwert nehmen. Ist auch eine coole Idee. Und der Mond scheint durch die Wand. Durch das Fenster. Und ich nehme die Superschwert. Okay. Dann werde ich jetzt ja offiziell an der Wand entlang laufen können. Na, 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 na. Ich laufe da jetzt hoch. La, 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 la. Nein. Böse Ber. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na 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 nein! Oh ja! Zerschnibbeln! Ah! Kommst du her? Da halt so! Stirb! Stirb, 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 stirb! Egal, ich geh einfach weiter! La 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 la! Muss ich ganz nach oben oder vorher bremsen? Ich weiß es nicht! Oh oh. Plomp. Ah. Da kann ich mich wieder durchkloppen wahrscheinlich. Dang. Dang. Okay, der lässt mich nicht durch. Wo ist die? Da ist was. Hebel. Oh. Hebel. Okay. Dann wird hier jetzt die Hexenstatue wahrscheinlich sein. Yep, da ist sie. Okay, dann würde ich mal sagen, checken wir. Ja. Brutalste Form. Oh. Och nö. Wer kommt? Du. Du bist doch jetzt eh ziemlich Futter. Danke. Ist mein Schwert weg. Dann nehme ich deine Krallen. So. Nein! Wehe, du fällst runter. Danke. Jetzt runtergefallen wäre, wäre ich echt stinkig geworden. Aber gut, die Statue hat es wieder zusammengesetzt. Sehr schön. Dann hochheben. Und ausgewichen. Ja, super Hexenzeit. Super Hexenzeit. Ich muss mich da durchkloppen mit den Handschuhen. Das war jetzt vielleicht unklug. Aber egal, ich komme durch. Ah, werde ich da hochgeschoben? Cool. Dann laufe ich mal noch über. Nein, nein, nein! Böses. Denkt sie. Böses, böses, denkt sie. Aber ich würde sagen, genau an dieser Stelle hier mache ich einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich bin 897, das ist Let's Play Bayonetta. Bis dahin. Ciao.